Hallo und herzlich willkommen bei Bauforum24 TV, hier von der Tiefbau Live Recycling aktiv. Und wie ihr wisst, mein Herz schlägt für altes Eisen. Und hier haben wir einen Kollegen, der ist genauso alt wie ich, nämlich Baujahr 73, ein MAN 15216. Und der ist auf dem Stand der IGHB. Und was es mit der IGHB auf sich hat, das seht ihr jetzt. Ich bin ja als Kind auch viel in den Ferien auf Baustellen unterwegs gewesen und als ich mich hier vorhin mal reingesetzt habe, da gingen direkt wieder so ein paar Zeitschubladen auf und ich habe mir gedacht, allein dieser Geruch, das ist ja schon im Prinzip eine sinnliche Geschichte, eine Wahrnehmungssache, die du heute gar nicht mehr so hast. Denn ich weiß, ich bin damals von unserem Auto ausgestiegen und dann mit den LKW-Fahrern durfte ich mit in die Kiesgruben fahren. Und dann war das quasi, du saßt im Auto und dann bist du in so ein LKW gestiegen und da war das direkt vom Geruch. Das hat noch nach Diesel gerochen. Das war für unsere heutigen Verhältnisse natürlich tierisch laut. Das war wirklich ein Erlebnis, gerade als Kind natürlich sehr beeindruckend. Wenn du das heute hast, naja, da riecht der LKW nicht mehr nach LKW in dem Sinne, der riecht wie ein PKW, der ist auch so leise, alles gefedert, alles komfortabel, muss auch, sollte auch so sein, nicht umsonst, aber das ist schon eine Faszination, die hiervon ausgeht. Und der Besitzer des MAN 15216 ist auch gleichzeitig der Initiator der IGHB, der Interessengemeinschaft Historische Baumaschinen, und der ist jetzt hier am Stand. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo. Bauforum-User kennen dich natürlich, weil du betreust auch den Forenbereich bei uns für die historischen Baumaschinen, wo es ja tolle Berichte immer gibt. Gerade die Restaurationsberichte finde ich immer total faszinierend. Da ist gerade ein Fuchs 301, der restauriert wird. Verlinken wir euch mal, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Was macht für dich die Faszination alte Baumaschinen aus? Die Faszination alter Baumaschinen ist unheimlich schwer zu erklären. Am einfachsten ist, ich sage den Leuten immer, setz dich rein, bedien das Ding mal. Das ist die Faszination, die Kraft von der Maschine am Hebel zu spüren. Wenn ich in so einen alten Fuchs 301 reinsitze, den zu riechen, den zu hören, zu spüren, wie der arbeitet, zu spüren, wenn ich am Hebel ziehe, was sich bewegt. Und da hat man noch die direkte Verbindung vom Hebel, den Kraftfluss bis vor zur Schaufel. Während an einem Hydraulikgerät, da drücke ich einen Knopf, dann bewegt sich irgendwas. Ich mache das über Steuerung, aber die Kraft selber muss ich als Fahrer nicht mehr aufbringen. Bist du denn auch, so wie ich, ein bisschen familiär geprägt, dass du auch als Kind mal auf so einem Bagger, gesessen hast oder mit dem LKW rumgefahren bist? Oder warst du eher Zaungast und hast da die Faszination eingesogen? Ich bin neben einem Kieswerk aufgewachsen und habe immer wieder gesehen, wie da mit so einem alten Krupp Ardell Züge verladen wurden, Kieszüge, Sandzüge. Das war so stundenlang als Zugucken. Und richtig losgegangen ist es 2001. Am 13. Oktober 2001, zum Geburtstag von meiner Frau, habe ich einen Bagger bekommen, wenn man so will. Da kam die erste Maschine nach Heilbronn ins Eisenbahnmuseum. Da haben sich dann noch zwei, drei Maschinen gesammelt, wie so Strandgut. Wo mal die erste steht, kommt noch die zweite und dritte dazu. Und irgendwann hat man auch Kontakt zu anderen Leuten gefunden und daraus ist dann mehr oder weniger die IGHB entstanden. Stefan, ihr seid wo mit eurem Verein und was habt ihr da an Maschinen mittlerweile? Wir sind in Warkhäusl-Wiesenthal am Rhein, nicht weit weg vom Rhein. Wir haben ungefähr 3.500 Quadratmeter überdachte Fläche. Hallenflächen. Da stehen drin von der kleinen Bauschubkarre, kleine Vibromax-Walze bis hin zum 35-Tonnen-Mengenbagger. Ein repräsentativer Querschnitt über alles, was es am Bau gegeben hat. Straßenbautechnik, Gräder. Im Moment sind wir dabei, einen Liebherr-Turmdrehkran mit Nadelausleger wieder aufzubauen. Also alles, was der Bau aus den 50er, 60er, 70er Jahren so hergegeben hat. Jetzt habe ich ja im letzten Jahr zur Bauma den Ulf Böge bei uns im Talk-Taxi gehabt. Blenden wir euch ein, müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Interessanter Kollege, Buchautor seines Zeichens, sehr der historischen Baumaschine verbunden. Der schreibt ja gerade mit seinem Co-Autor Rainer Volkwein ein Liebherr-Buch, was eigentlich dann, wenn es rauskommt, wohl einzigartig sein dürfte, denke ich. Ihr seid jetzt auch unter die Buchautoren gegangen, beziehungsweise von euch gibt es jetzt auch was? Ja gut, wir haben hier auf der Messe das IGHB-Buch vorgestellt. Das ist ein passender Rahmen, sage ich jetzt mal, um sowas zu präsentieren. Hat sehr viel Mühe gemacht, das auch noch rechtzeitig aus dem Druck zu bekommen. Das ist gerade am Tag vorher sind die Pakete gekommen. Das war dann wie Weihnachten, das Buch erstmal auszupacken. Und
Das beschreibt eigentlich die Sammlung. Es sind über 100 Maschinen aus unserer Sammlung vorgestellt, also nicht ein Schwerpunkt zu einer bestimmten, sondern einfach das, was bei uns steht, in dem Zustand mit Daten, mit dem Hintergrund dazu. Ja, also kleiner Tipp, 140 Seiten, historische Baumaschinen, echtes Insiderwissen über die Sammlung der IGHB. Wichtigste Frage, wo gibt es das Buch? Zunächst mal auf jeder Veranstaltung von uns, bei uns an der Halle auf alle Fälle, im Direktverkauf. Bestellen kann man das auch über unsere E-Mail-Adresse im Shop, einfach shop@ighb.de. Ja, danke Stefan, soweit für die ausführliche Info. Ja, liebe Leute, ihr habt gehört, das ist keine Eigenbrötlerei bei der IGHB, das ist echtes Teamwork. Und ich fand das ja passend, wie Stefan das sagte, einen Trecker kannst du dir in die Garage stellen bei einem 35-Tonnen-Bagger. Bist du schon auf die ein oder andere Hilfe der Kollegen angewiesen. Aber das gerade finde ich ja gut. Und noch kleiner Tipp für euch, wer in die Welt der historischen Baumaschinen mal eintauchen will. Die IGHB hat am 1. und 2. Juli ihren Tag der offenen Tür. Da könnt ihr euch das vor Ort live mal anschauen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Schreibt mir mal in die Kommentare, interessiert euch das Thema oder habt ihr selber interessante Stories mit alten Baumaschinen? Schaut auch nochmal ins Bauforum 24, dort in den historischen Bereich. Da gibt es vieles zu entdecken, auch gerade viele Jobreports. Viele Insiderberichte von Zeitzeugen, die früher selber mit solchen Kippern, LKWs oder Maschinen auf dem Bau waren. In dem Sinne, bleibt mir treu. Bis dann, euer André.